Ich wünsche euch also herzlich willkommen zu einem neuen kurzen Indie-Horror-Einteiler. Wir spielen jetzt Outbreak, wieder ein kleines Spiel von itch.io. Und ich glaube, war sogar ziemlich oben in den Charts. War nicht Platz 1, weil Platz 1 sah nicht so gut aus. Deswegen gucken wir uns mal Platz 4 oder so an. Und ja, springen wir mal direkt rein und lassen uns einfach überraschen. Wir sind natürlich... Wir sind vor der Glotze eingeschlafen. Okay, da läuft ein Baseballspiel. Es läuft nur ein Baseballspiel hier. Ich will das ausmachen, das ist zu laut. Kann ich das ausmachen hier? So, wir sind in unserem kleinen gemütlichen Häuschen. Ich habe keine Ahnung, was wir hier sollen. Ist da ein Mädchen? Ein Foto von einem Mädchen. Okay, also scheinbar haben wir eine Tochter. Hier ist das Bild umgedreht. Was ist da drauf? Vielleicht unsere Frau? Wir haben ein leichtes Alkoholproblem, würde ich sagen. Oh, es ist wirklich laut. Spielen gerne Klavier. Haben komische eckige Eimer. Und was weiß ich nicht was. Draußen. Oh Gott! Okay, draußen rennt jemand rum. Draußen rennt jemand rum. Rum ist noch Licht an. Und wir sind ein körperloser Heini mit Hochhacking. Guck mal, ein Besen, mein Hexenbesen. Ich flieg einfach weg. Okay, gucken wir mal, ob wir irgendwie hier rauskommen oder so. Kann ich überhaupt irgendwie was machen? Ah, Linksklick, okay. Wo kommt jetzt die Musik her? Hätte vielleicht mal gucken sollen, wie die Movements hier sind, hä? Kann ich vielleicht links klicken? Ah, guck mal. Das sah mir doch so aus, als ob ich das nehmen könnte. Aber das mit dem Schatten ist ja mal crazy. Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Ah, einfach dagegen latschen. Oh, okay. Wo ist der komische Mann, der sich um unserem Haus rumtreibt? Leben wir in der Wüste oder was ist das? Sieht zumindest so aus. Okay, ich kann die Lampe auch nicht wegstecken. Ich kann sie nur so tragen. Oh, wir sind... Sind wir eine Frau? Unsere Hand sieht so weiblich aus, aber vielleicht legen wir auch einfach nur Wert auf eine gepflegte Maniküre. Wer weiß. Aber ich würde jetzt sagen, die Hände sehen ein bisschen weiblich aus. Ein bisschen. Er ist wahrscheinlich Holzfäller. Sie haben voll weibliche Hände. Okay, da kommen wir nicht durch, indem wir einfach da hochlatschen. Da durchlatschen. Ich wollte da hochlatschen jetzt. Das wollte ich machen. Ich weiß zwar nicht, warum wir so eine altmodische Laterne haben, wenn wir hier Strom eigentlich im Haus haben. Oder ist der weg? Oh, ein Kinderzimmer. Okay, also wir sind definitiv Eltern. Oh, ach, guck mal. Unser Mädchen ist auch hier. Alles klar. Teddy? Okay, ja. Kann ich mal angucken. Toll. Gut. Schön. Gut. Okay, schlaf mal weiter. Ich wollte dich mit meiner riesigen Laterne nicht blenden hier. So, was haben wir hier? Oh, okay. Wir sind doch ein Mann. Das ist unsere Frau. Unsere Familie schläft. Steht da was? Können wir da was lesen? Aber draußen rennt jemand rum. Erstmal Fernseher anmachen. Die Musik startet immer neu, wenn man hier draufklickt. So, hier liegen noch Rechnungen rum. Da ist ja unsere Familie. Unsere Frau und ich. Aber hier hat sie schwarze Haare und hier hat sie blonde Haare. Was zum Teufel? Guck mal, sie bewegt sich sogar. Richtig cool gemacht. Und da sind wir mit unserem Baby. Und was ist das? Schlaftabletten? RTM. Was? Ritmoneura? Das kann man so schlecht sehen hier.
Ritmo Neura. Was auch immer das für ein Zeug ist. Okay. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass unsere Lampe sich nicht überschlägt. Da kann man nicht rein. Mal sehen, wo sich derjenige rumtreibt da draußen. Oder was wir noch für Räume haben. Da kommen wir nicht rein, oder? Nee. Also einfach mit der Birne durch die Tür, dann... Oh Gott! Kind, geh wieder ins Bett. Nein, geh wieder ins Bett. Wo? Du musst bestimmt nur Pipi, oder? Wieso spielst du Klavier mitten in der Nacht? Wie kommst du denn jetzt so schnell hier runter, Margret? Und warum spielst du nachts Klavier? Okay. Schade. Aber war eine nette Idee. Hätte gut werden können. Aber war eine nette Idee. Outbreak. War eine nette Idee. Ist irgendwie cool, wenn man nicht ganz alleine ist, sondern tatsächlich eine Familie hat. Das Lied muss ich muten. Da läuft jetzt ein Lied, das auf jeden Fall geklärt wird. Deswegen. Ja. Outbreak. Ich würde sagen, wir spielen noch ein kleines Spielchen, nicht wahr? Denn ich kann euch ja nicht mit so einem Ende alleine lassen. Wir spielen jetzt noch ein Spiel, das Wrong Floor heißt. Oh. Ja, jetzt ist erst das Aufnahmeprogramm da. Wir spielen jetzt noch ein Spiel, das Wrong Floor, Floor heißt. Russisch, guck mal. Heißt doch, glaube ich, Russisch, ne? Können wir mal schnell so, so. Ja, komm, play. Okay. Oh, Körperspiel, gut. Das kann nur gut werden. Okay, die Perspektive. Hat er wer geklopft? Die Perspektive ist ein bisschen komisch. Klopf, 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 Penny. Ja, das ist wieder so ein Russen-Feeling hier, finde ich, ne? Mit dem Müll hier im Hausflur und so. Okay. Lieber, oh, besser. Besser den Fahrstuhl benutzen. Okay, wie benutze ich den Fahrstuhl? Oh, er kommt. Okay, Fahrstuhl kommt. Ich würde ja sagen, in so einem Gebäude, obwohl so runtergekommen, sieht das gar nicht aus. Aber ich würde dann doch lieber die Treppe nehmen, glaube ich. Ich würde dem Fahrstuhl nicht vertrauen hier. Okay, alles klar. Russische Fahrstühle, damit kenne ich mich aus. Keine Ahnung. 8? Guck mal, war richtig. Ja. Wir landen eh auf dem falschen Flur. Soll das ein scheiß Witz sein? Ja. Okay. Oh, das ist nice. Deswegen Wrong Floor. Ja, ich verstehe. Atmet da wer? Okay, wir können das Licht in die verschiedenen Positionen machen. Die Tür ist zu. Fahrstuhl ist zu. Was haben wir hier? Oh, hier ist auch noch ein Gang. Ratti. Oh! Oh! Kann ich Ihnen helfen? Sind Sie auf einem Eimer Farbe ausgerutscht? Ich geh mal weiter, ne? Ich hol Hilfe. Hm.
Okay, das ist echt in der Tat, es ist gut. Es ist in der Tat gut. Oh, oh gut. Oh gut, wir haben ein Licht. Alles klar. Oh, oh, noch mehr Eingeweide. Nein, bleib bitte an Licht. Können wir uns da drin verstecken? Was ist da? Da sind Augen drin. What the fuck? Okay. Nicht so gut. Okay. Wer hätte das ahnen können? Mein Freund, die Leiche, ist tot. Bleib bloß liegen. Bleib bitte liegen, ja? Entspann dich. Ich tue dir nichts. Okay, ich kann auch rennen. Okay. Da ging es ja nicht rein. Wir versuchen es aber nochmal. Da ist sicherlich dieser enge Gang hier eine sehr gute Wahl. Oh Gott! Verpiss dich! Deswegen solltet ihr euch immer rumdrehen. Guck mal, hier kommen die Tapeten runter. Die haben auch keine Lust mehr. Hey, eine Mütze. Hey, wenigstens erfriere ich nicht hier. Was haben wir denn hier? Vorsicht. Extrem gefährlich. Ein Wahnsinniger. 2,50 Meter groß. 30 Jahre alt. Schnitte überall im Körper. Er hat keine Heimat und versteckt sich vielleicht in verlassenen Gebäuden oder Kellern. Die Polizei bittet um ihre Unterstützung und will Informationen über diesen Gefährder. Okay. Oh. Can be broken with a crowbar. Wir brauchen ein Brecheisen. Dann kommen wir da durch. Jo, dann müssen wir das ja. Guck mal, der schläft hier. Der Maniac. He's a maniac, maniac on the wrong floor. Bestimmt hier im Schrank, oder? Wo finde ich ein Brecheisen? Verdammt. Okay. Oh! Alles klar. 2,50 Meter groß. Ah, ihr wisst ja, was man über große Männer sagt, nicht wahr? Hey, hey. Der 50 Kilo Sack Zement. Man sollte immer einen davon dabei haben. So MacGyver-Style, weißt du? Hey, hey. Mr. Maniac. Hä? Oh. Okay. Alles klar. Haben Sie ein Brecheisen in der Hose oder freuen Sie sich so, mich zu sehen? Ist gut. Ich gehe einfach mal weiter. Guck mal, noch eine Tür. Nein! Zerschloss. Der Code ist hinter der roten... Okay, der Code ist hinter dem roten Schrank. Schließfach. Da war gruseliger Sound, Waff zu Ende. Meint ihr dieses rote Teil? Wahrscheinlich schon, ne? Oder ein anderes. Eigentlich ist das Kabinett ja wirklich so in so einem Schrank, ne? Nicht so ein Ding hier. Ich sollte den Zementsack nehmen und ihn gegen den Kopf werfen, glaube ich. Das wäre gut. So, wo war der rote... Das rote Schließfach? Ich glaube hier. Es gab mehrere. Es gab hier auf jeden Fall einen.
da. Da sind nur Augen drin. Oder in dem anderen Raum gab es auch noch einen. Fucking hell. Das ist wirklich sehr unangenehm. Sehr unangenehm. Vor allem durch das Movement des Flashlights. Oh, warte mal. Vielleicht aber auch hier hinter. Nein, dann wohl doch hier drin. Muss ich den vielleicht wegschieben? Warte mal, war das schon vorher da? Interessantes Selfie. Ich wollte sagen, der steht gleich hinter dir. Oh Gott. Okay. Ich brauche den fucking Code. Red Cabinet. Cabinet ist eigentlich so ein... Ja, so ein Schließfach, ne? Welches meint er denn? Welches meint er? Hier? Ne, das ist ja eigentlich kein Schließfach. Was war denn hier drin? Ach, der Zementsack. Da ist nur die Scheißtür, ne? Tools. Achso, Werkzeuge, guck mal. The code behind the red cabinet. Hinter dem roten Schließfach. Aber es gibt zwei rote Schließfächer. Das wird kein Cabinet sein. Noch eins hier. Ich muss nochmal zurück. Also hier oder hier. Gucken wir nochmal hier. Oh, ich war mir so sicher, dass da nichts war. Der liegt doch anders da als gerade eben. Das Spiel natzt mich. So, okay. Wie gucke ich dahinter? Kann ich das aufmachen? Kann ich das irgendwie aufmachen? Habe ich irgendeine Chance? Ist hier sonst irgendwo ein Co? Oh, hier ist auch noch einer. Ach, guck mal. Hä? Ach, da, guck mal. Was steht denn da? 661? Oder 199. 661. Okay. Oder 199. Versuchen wir das mal. Ich bin raus. Es ist... Wir mussten doch... Nee, wo war denn das? Hier. Bei dem Zementsack, ne? Nein, 6610 ist falsch.
vierstellig. 661 oder 199? 199. Oh. Wie auch immer. Wir haben es geschafft. So. Brecheisen bitte. Nein. Oh. Hm, welches nehme ich nur? Sie haben die Auswahl. Alles klar. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Scheiße. Da wird mir ganz schwummelig, wenn ich da drin bin. Warte mal, wo war denn hier rechts? Hier. Alles klar. Haben wir hier Strom? Geht der Aufzug wieder? Muss ich hier noch was machen? Oder ist das nur die Gasleitung? Das war besser. Das war interessant. Das war cool. Coole Ideen. Coole Ideen. War mich oft erschrocken. Ja, Ende. Damit würde ich sagen, war es das auch jetzt schon wieder. Wir haben uns zwei kurze Games angeguckt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es auch gefallen. Und lasst bitte einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentar. Würde mich freuen. Nur wahre Fans lassen einen Daumen oben nach da. Also wenn du ein wahrer Fan bist und ein Patriot, ein amerikanischer Patriot, dann lässt du einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Indie-Horror-Einteiler oder Serie oder was auch immer ihr mögt, wenn ihr mögt. Haut rein. Ciao.